Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zu einem neuen kleineren Video. In diesem Video möchte ich mal ein bisschen darauf eingehen, wie ihr eventuell Bugs in Star Citizen verhindern bzw. wie ihr kleinere Bugs beheben könnt, also wie es so kleine Workarounds gibt für manche Probleme, die relativ gut funktionieren. Und das Ganze ist so ein bisschen ein Anschlussvideo. Ich habe schon mal ein Video gemacht, das hieß, glaube ich, Star Citizen Account und Game-Probleme beheben. Da habe ich mich eher so ein bisschen mit der Account Reset und den Installationsordner von Star Citizen und so, wie kann ich den Launcher zurücksetzen etc. gemacht. Das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, verlinke ich euch natürlich. Und dieses Video ist praktisch, wie gesagt, so eine kleine Ergänzung, was ihr so im Star Citizen Alltag einfach ein bisschen beachten könnt oder müsst, um euch einfach so ein bisschen ein bugfreieres Spiel zu ermöglichen. Das sind alles natürlich nur theoretische Workarounds und alles nur Theorie, aber oftmals hilft es halt und ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Ich kann natürlich jetzt nicht bei euch, ich kann hier nicht jeden Fehler zeigen, denn nicht jeder Fehler tritt bei mir auf und ich kann da nicht schnell die Aufnahme starten und das erklären und hin und her, dann wäre das Video wahrscheinlich erst in ein paar Monaten fertig. Deswegen versuche ich das ein bisschen mit Ingame-Material zu unterstreichen, aber die Bugs, der Bug tritt bei mir wahrscheinlich jetzt nicht auf, ne? Das nur so nebenbei gesagt, nicht, dass ihr jetzt auf dem Footage hier den Bug sucht. Ich zeige es euch einfach, auch wenn der Bug bei mir nicht vorhanden ist. So, legen wir mal los. Eins der ersten Sachen, die ihr in Star Citizen ein bisschen beachten könnt, damit ihr weniger irgendwo reinbuggt etc., ist erstens, lauft langsamer. Rennt nicht immer so wie ein Irrer in der Gegend rum und springt hier auf irgendwelche Objekte und hier überall rüber und runter und schon hänge ich irgendwo im Geländer fest oder so, ne? Sondern schaut, dass ihr müsst ja nicht schleichen wie so der letzte Schnecke, aber vermeidet es, gerade auf Stationen oder besonders in Schiffen in der Gegend herum zu rennen und auch nah an Wänden, wenn an einer Station oder gerade in Schiffen, an Scheiben etc. versucht einfach ein bisschen normaler zu laufen. Und das gleiche gilt eben auch fürs Springen. Nicht unbedingt auf irgendwelchen komplexen Objekten herumspringen oder so. Ja, die Collision-Abfrage in Star Citizen immer noch sehr fraglich ist. Also am besten nicht springen und nicht rennen, wenn nicht erforderlich. Das gleiche gilt übrigens auch fürs Kriechen. Wenn ihr X drückt, Kriechen verbuggt euch auch wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Deswegen Kriechen auf alle Fälle auch vermeiden. Am besten immer normal in der Gegend rumlaufen. Jetzt haben wir noch verschiedene Szenarios. Zum Beispiel, es gibt ja die wunderschönen Partymarker. Wenn ihr mit anderen Spielern ingame unterwegs seid, seht ihr ja immer den Namen von demjenigen. Und die verbuggen leider auch immer sehr oft. Diese Partymarker kann man oftmals wieder herholen, indem ihr einmal die Taste F11 drückt. Und wenn ihr dann eure Freunde hier habt, einfach den Freund einmal über dieses Symbol hier anruft. Ich mache das jetzt mal mit Port Olisar. Und euren Freund einmal anruft, dann kann passieren, dass die Partymarker praktisch einfach wieder auftauchen. Sollte das nicht funktionieren, dann müsst ihr einfach mal die Party auflösen. Das könnt ihr auch über F11 machen. Rechtsklick dann praktisch die Party nochmal removen und alle nochmal neu zur Party einladen. Dann sind normalerweise die Partymarker wieder da. Die Partymarker verschwinden meistens, wenn einer stirbt oder wenn ihr sterbt, sind die oftmals wieder weg. Dann gibt es auch noch einen sehr häufigen Fehler, den ich euch zeigen kann, nämlich einmal, dass das Mobiglas nicht funktioniert. Also wenn ihr F1 oder F2 oder so drückt, passiert einfach gar nichts. Er hebt zwar den Arm, das Mobiglas kommt aber nicht. Das ist auch ein gern gesehener Fehler. Den könnt ihr am besten beheben, wenn ihr einmal euren Charakter neu gestaltet. Das bedeutet, wenn ihr diesen Fehler habt, geht ihr einmal zurück ins Menü. Ich mache das hier mal ganz kurz. Dauert einen Moment. Geht dann wieder auf Persistent Universe und geht hier unten auf Character Customization und wechselt dann am besten einmal hier oben bei Gender das Geschlecht. Einmal im männlich, macht dann
ändert hier vielleicht nochmal kurz was und dann macht Accept. Das hat den Effekt, dass dadurch euer Charakter einmal neu gespeichert wird und neu generiert wird. Und gerade dieser Charakterwechsel behebt oftmals sehr, sehr viele Fehler in Sachen Mobiglas oder wenn ihr mal keinen Kopf mehr habt, wenn ihr euren Helm mal nicht abnehmen könnt, Ausrüstung irgendwie ein bisschen verbuggt ist und so weiter und so fort. Gerade, wie gesagt, in der Character Customizer irgendwas ändern. Wie gesagt, am besten das komplette Geschlecht einmal kurz. Ihr müsst euch dann aber bitte wieder einloggen. Behebt oftmals sehr, sehr viele Probleme. Kommen wir auch gleich zum anderen Fix, der sehr, sehr viele Probleme beheben kann. Besonders, wenn ihr zum Beispiel mal Schiffe nicht spawnen könnt auf einer Station. Wenn ihr manchmal Ladung oder sowas nicht verkaufen könnt, wenn irgendwie Schiffe verbuggt sind, Inventory verbuggt sind. Was auch immer ganz gut helfen kann, ist, dass ihr einmal die Server-Location wechselt. Das könnt ihr nämlich auch hier unten machen, wenn wir da schon da sind. Wir haben normalerweise Best. Das sorgt eigentlich dafür, dass wir normalerweise immer auf den EU-Server kommen. Ihr könnt aber dann auch mit Absicht einfach mal den australischen Server auswählen und auf so einen Server connecten und dort mal versuchen, ob es dann funktioniert. Dann könnt ihr meistens das jeweilige Schiff oder das Inventory oder so auch wieder entbuggen. Ihr könnt dann den Server wieder wechseln und dann funktioniert das auch auf dem EU-Server wieder. Also gerade diese, wie gesagt, diese beiden Optionen, Server-Location-Wechsel und Charakter neu generieren, beheben super, super, super viele Fehler, wenn es, wie gesagt, um Schiff spawnen, Inventory, Mobiglas, Bedienungsprobleme und so weiter und so fort geht. Also das sind zwei so Fixes, das könnt ihr immer mal probieren, wenn es dort eben Probleme gibt. Ein weiteres Problem sind manchmal die FPS-Waffen. Diese haben manchmal das Problem, dass sie ein bisschen verbuggen, dass sie entweder gar nicht mehr schießen oder ein Dauerfeuer haben, beziehungsweise manchmal auch nicht mehr nachgeladen werden können und auch nicht weggesteckt werden können. Dieses Problem kann man eventuell beheben, indem man einmal die Waffe inspectet. Das könnt ihr mit der Taste F machen, wenn ihr auf die Waffe dann mit dem Cursor drauf geht. Könnt ihr dann einmal auf Inspect gehen, dann schaut er sich die Waffe einmal so an. Und danach kann es sein, dass sie wieder entbuggt ist. Ihr könnt auch auf der Einfachheit halber Inspect auf eine Taste legen. Dann müsst ihr das praktisch nicht so machen, sondern es gibt es auch über einen Tastenbefehl, wenn ihr das Problem öfters haben solltet. Weiteres kleines Problem oftmals ist, gerade auch in der Bedienung mit Waffen etc., schaut bitte, dass ihr, wenn ihr Probleme im Allgemeinen mit der Steuerung habt, dass ihr keine Controller oder Hot-Taste oder sowas angesteckt habt, die eventuell Probleme verursachen können. Natürlich wollt ihr natürlich mit dem Hot-Taste oder so fliegen. Schaut aber dann, dass die ordentlich konfiguriert sind, beziehungsweise dass da nicht irgendwas drauf liegt oder sowas an sich. Aber oftmals kann es dadurch auch Probleme geben, wenn ein Controller zusätzlich noch angeschlossen ist, vielleicht mit dem ihr gerade ein anderes Spiel gespielt habt. Dann auch schon, wie vorher schon erwähnt, Bewegungen im Schiff. Vermeidet es im Schiff auf alle Fälle in der Gegend herumzurennen und auch haltet euch ein bisschen von den Fenstern etc. fern, habe ich ja schon gesagt. Was ihr auch unbedingt vermeiden solltet, ist, wenn ihr im Quantum Drive unterwegs seid, schaut, dass ihr bitte auf eurem Pilotensitz sitzen bleibt. Ihr könnt natürlich aufstehen, im Schiff rumlaufen, das ist das Schöne an Star Citizen, aber leider hat es manchmal die Problematik, dass ihr da wirklich oftmals in der Gegend herumbuggt. Deswegen, wenn es nicht nötig ist, bleibt im Pilotensitz sitzen während des Quantum Drives. Dann haben wir oftmals Probleme mit der Star Map. Die können wir ja mit F2 öffnen, die dann manchmal komisch angezeigt wird. Ja, seht ihr mal, jetzt buggt es bei mir auch schon wieder rum. Tja, wenn man es zeigen möchte, ist es da. Aber leider ist es eher mein Mobiglas, das gerade ein bisschen rumbuggt. Ich stehe mal nochmal kurz auf. Ja, das ist wieder Zufall, dass er will. So, das geht aber jetzt wieder. So, genau. Manchmal habt ihr ja das Problem, dass die Star Map entweder gar nicht angezeigt wird oder irgendwie fehlerhaft angezeigt wird. Das könnt ihr am besten beheben oder versuchen zu beheben natürlich, wenn ihr zweimal Rechtsklick drückt. Dann zoomt die Karte einmal raus. Und dann klickt ihr zum Beispiel einfach mal hier auf die Trading App in eine andere Application rein und dann wieder zurück. Und dann kann es oftmals sein, dass dann die Star Map korrekt angezeigt wird.
Andernfalls kann es auch mal sein, dass eure Position oder so sehr offset ist. Dann könnt ihr es auch damit beheben, wenn ihr hier einmal auf dieses Fadenkreuz hier oben klickt. Dann zoomt die an eure Position ran. Das kann auch manchmal helfen, dass die Map dann irgendwie aktiviert ist, weil es irgendwie im Hintergrund eine Abfrage oder sowas gibt. Also das könnt ihr auch probieren, einfach hier oben einmal auf das Fadenkreuz klicken. Ansonsten, wenn ihr Probleme habt mit Markern auf Planeten etc., das wie zum Beispiel bei mir, jetzt wird hier nichts angezeigt oder sowas. Gut, ich bin auch gerade bei Crusader, da wird so oder so nichts angezeigt, das ist auch mal wieder gut. Aber wenn ihr zum Beispiel hier das Problem habt, einfach mal Doppelklick auf den Planeten, dann kommt es meistens rein. Oder auch nochmal komplett raus, Doppelklick mit Rechtsklick auf den Planeten, dann zoomt er wieder raus. Das hilft halt manchmal einfach, damit die Sachen irgendwie nochmal neu geladen werden und ihr dann eventuell hier rankommt. Wenn ihr mal keine Route oder sowas setzen könnt, manchmal ist das ja so, er hat die zwar drin, aber es funktioniert alles nicht, ist ein bisschen seltsam, ne? Dann könnt ihr auf alle Fälle auch einfach nochmal auf Clear Route gehen und die Route einfach nochmal versuchen neu zu setzen. Hilft auch oftmals, das einfach nochmal ein bisschen zu, damit er die einfach nochmal neu berechnet im Hintergrund. Des Öfteren mal einfach Clear Route, neue Route, Clear Route, neue Route, immer so ein bisschen cyclen, dann funktioniert das manchmal auch deutlich besser. So, kommen wir noch zu einem Quantum-Problem. Oftmals haben wir vielleicht das Problem, dass wir hier so einen Quantum-Punkt haben. Und wenn ihr da so drauf seid, so wie ich jetzt, fängt die Kalibrierung etc. nicht an. Das passiert bei mir zum Beispiel relativ häufig. Was gut hilft, ist dann einfach nochmal komplett weg von dem Ziel. Kurz warten, nochmal drauf und gucken, ob er dann praktisch nochmal neu kalibriert. Manchmal müsst ihr das öfters machen, 3, 4, 5 Mal. Wenn das dann nicht geht, dann wie gesagt, dann bitte nochmal Clear Route machen und Route neu setzen und dann nochmal probieren. Meistens geht dann aber, geht es dann meistens, wenn ihr praktisch beides nochmal probiert, das heißt öfters mal, wie gesagt, nochmal neu drauf und dann nochmal Clear Route und Route nochmal neu setzen. Das passiert eigentlich, lässt sich damit eigentlich immer sehr gut beheben. Dann haben wir noch verschiedene Schiffsprobleme, die sich eigentlich auch manchmal relativ gut beheben lassen. Als kleiner Tipp vielleicht noch, wenn ihr auf Planeten etc. seid, schaltet die Engines aus, um einfach zu verhindern, dass die Umwelteinflüsse auf euch einprasseln. Das heißt, der Wind etc. Hat praktisch keinen Effekt auf euer Schiff, wenn die Engines aus sind. Es ist aktuell einfach noch so, deswegen, wenn ihr irgendwo landet oder so, macht am besten immer eure Engines aus, dann habt ihr da schon mal kein Problem, dass euer Schiff irgendwie weggeweht wird oder irgendwie verbuggt wird. Ist zwar jetzt mit 3.12 nicht mehr so schlimm, waren in anderen Patches deutlich schlimmer, aber ich gebe trotzdem mal als Tipp mit. Einfach Engines aus, wenn ihr irgendwo landet oder so, dann steht ihr einfach deutlich, sicherer. Dann haben wir so Probleme, die man auch immer probieren kann, ist zum Beispiel, das Schiff reagiert auf die Eingaben nicht oder das Schiff fliegt nicht, beziehungsweise die Waffen feuern nicht. Das lässt sich manchmal beheben, einfach indem wir die einzelnen Komponenten außen wieder einschalten. Das ist zum Beispiel U, ist die Energie des Schildes, des Schiffes ist dann komplett weg, wie ihr jetzt seht. Ihr drückt einfach U, nochmal U, schaltet ein. Macht das auch vielleicht 2, 3 Mal hintereinander, weil dann das Schiff einfach neu hochfährt. Genauso ist es mit den, wenn ich I drücke. Genau, ihr habt es gehört, dann gehen die Engines aus mit der Taste I. Einfach aus, wieder einschalten. Und mit der Taste P, hört ihr schon, wir haben es deaktiviert, schaltet ihr die Waffen ein und aus. Das kann auch immer nochmal helfen, einfach Komponenten ein- und auszuschalten. Na, wir kennen das aus dem Real Life auch, um dann eventuell funktioniert es wieder. Sollte das Schiff dann trotzdem noch nicht so reagieren, wie ihr wollt, hilft es natürlich auch, einfach nochmal kurz auf der Z-Taste einmal aufzustehen. Vielleicht auch vorab das Schiff nochmal komplett auszuschalten. Wie gesagt, mit UIP aufstehen, nochmal hinsetzen. Und dann wird auch einige Routinen nochmal neu geladen und es kann sein, dass es dann wieder funktioniert. Ein weiterer Fehler, den wir manchmal haben, sind hier, sag ich mal,
UIs, die irgendwie nicht richtig funktionieren, beziehungsweise meistens fehlt immer irgendwas oder es wird irgendwas angezeigt, was gar nicht Sache ist. Zum Beispiel der künstliche Horizont wird immer eingeblendet oder ihr habt die Meldung Shields down, obwohl die Shields gar nicht down sind, oder Missile inbounded, obwohl ihr gar keine Missile inbounded habt mehr und so weiter und so fort. Ne? Wenn sowas passiert zum Beispiel oder auch beim Mining, das Mining HUD ist weg, dann kann es oftmals helfen, einmal den Modus zu wechseln, wenn ihr sitzt, und zwar den Scan-Modus. Da drückt ihr einmal Tab, dann kommt ihr in den Scanner-Modus rein. Und dann einmal wieder zurück. Dadurch wird auch das Schiff hat einmal irgendwie neu geladen im Hintergrund. Und dann kann es sein, dass eben die fehlenden Komponenten da sind oder die zu viel sind, praktisch dann wieder weg sind. Das war es jetzt eigentlich auch schon. Vielleicht noch einen letzten Tipp in Sachen Vehikeln etc. Solltet ihr Vehikel in Schiffen einlagern, beziehungsweise auch Aufzüge etc. benutzen, wo was drin ist, versucht immer, dass jemand im Vehikel sitzt, denn es passiert auch oftmals, dass ihr zum Beispiel einen Rock oder so irgendwo einladet, beziehungsweise den mit einem Elevator rein und rausfahren wollt, dass wenn da keiner in diesem Schiff oder in dem Vehikel drin ist, dass es dann relativ viel rumbackt. Also das heißt, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, schaut immer, dass sich einer in das Vehikel reinsetzt, bevor ihr das irgendwo in diversen Elevators hoch und runter fahrt. So, das war's jetzt mit dem kleinen Video. Das waren jetzt so wirklich basic Bug-Verhinderungen bzw. kleine Workarounds, die ihr eigentlich immer probieren könnt. Da ist jetzt eigentlich nichts dabei, was euch schaden kann, also was es schlimmer macht, meiner Meinung nach. Das sind alles wieder ganz basic Workarounds, die ihr immer anwenden könnt, und da braucht ihr auch keine wirkliche Angst haben, dass ihr dadurch jetzt irgendwas schlimmer macht. Sollten diese basic Workarounds, wie gesagt, nicht funktionieren, dann schaut gerne mal in das andere Video rein. Da wird praktisch nochmal die Sache dann mit User-Ordner löschen erklärt, beziehungsweise notfalls sogar den kompletten Account-Reset durchzuführen. Das ist dann, wenn dann wirklich gar nichts mehr geht. Das erkläre ich euch aber dann, wie gesagt, in einem anderen Video nochmal. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare vielleicht noch Workarounds hinschreiben, die euch so aufgefallen seid, wenn ihr schon alte Star Citizen Hasen seid. Schreibt mir gerne mal eure Sachen runter und teilt das Video gerne mit allen und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Bis dahin, wiederschauen und reingehauen.